Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal pkluger.com, wenn es will. Wir spielen Toon Stars Defense 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist hier so ein Riesenabdruck Bigfoot und irgendwie Lieblingsaffen-Event. Ich habe keine Ahnung, ob die Karte von vornherein neu ist. Wir starten mal. Wir können hier gewisse Affen nur nehmen, glaube ich. Oder wir müssen die Lieblingsaffen nehmen. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann auch einen Ninja nehmen. Da ist der Anfang. Außerhalb des Abdrucks geht nicht. Doch. Okay. Ich nehme mal einen Ninja. Nehme auch schon mal den hier. Jetzt ist die Frage, kann ich da einfach nehmen? Okay, aha. Also ich soll, denke ich mal, nur die Lieblingsaffen nehmen, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Modus persönlich noch nie gespielt. Hier, lass uns mal überraschen. Aber ja, ja. Wir können ja mal noch einen Lieblingsaffen nehmen. Ne? Das waren noch drei, ne? Was ist der dritte? Ich mach mal hier noch hin. Wir machen mal so einen Feuerring. Feuerring? Na, wir blockieren die Strecke. Ach so. So. Nein! Super Karte. Scheiße, nicht aufgepasst. Sehr schön. Dann kommt da erstmal ein Affe hin, falls das gleich wieder wechselt. Oh nö, ich habe gar nicht aufgepasst. Ich dachte, es läuft hier so lang und geht einmal rum, aber nö. Oh, kacke, 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 kacke. Oh Mann, ey, komm schon, ey. Ja, hey, lass mich das nehmen. Ey. Das Spiel mag mich nicht. Okay, das müsste besser aussehen. Oh, es kommt ja da schon was durch. Was soll man denn hier machen? Ich sag euch, die Karte passt mir gar nicht. Das gibt's doch nicht, was läuft da jetzt durch? Ich habe die blöden Dinger genommen, dreimal von jedem. Aber das waren doch drei Affen auf meiner Karte. Hier unten. Jo, sehr schön. Einen darf ich davon nur nehmen, oder einen habe ich gut. Dann machen wir mal hier einen hin. Ernsthaft? Mach nochmal hier einen hin zur Unterstützung. Ich mach mal den Pionier ganz nach hier. Ey, hat sich das gereimt? Ich mache den Pionier ganz nach hier. Dann könnte der theoretisch noch was treffen, was so am Ende noch durchmarschiert. Ja, ich verstehe es nicht, aber man muss es ja nicht verstehen. Muss ich für Lieblingsaffen dreimal die markierten Affen stellen? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. Ich würde trotzdem gerne mal die Karte sehr identisch bauen. Wenn das schon zwei Abgänge hat. Boah, ich glaube, dass ich die Karte wieder mal nicht schaffen werde, ohne Affengeld zu zahlen. Sehr schön. Kein Problem. Okay. So, auf den machen wir gleich am Anfang. Dann kann er gleich ein bisschen was schlucken. Und jetzt muss ich dreimal noch ein Flugzeug einsetzen. Ich weiß nicht, ob ich nur die drei nehmen darf. Weil dann würde ich es auf keinen Fall schaffen. Das weiß ich. Ich bin einfach scheiße da drin. Ich habe noch kein Geld für ein Flugzeug. Hallo. Ich habe auch noch nichts getuned. Auch gut. Kein Problem. Heiß. Mein Tee ist immer noch heiß. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja, kein Problem. Dann setzen wir nochmal hier ein Flugzeug hin. Und, ne, oder machen zwei hier hin. Und vielleicht schaffen wir das auf die Art und Weise. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall decken wir gleich damit schön die Karte ab. Das ist schon mal sehr gut. Ich brauche noch einen. Ich muss die Lieblingsaffen einsetzen. Ja, ich glaube, ich habe alles. Ja, auf jeden Fall das, was ich muss. Das Lieblingsaffen habe ich eingesetzt. Jetzt wird mal. Was? Ist das der Getarnte durchmarschiert? Die Jungs machen doch Getarnte. Alter, ich kassiere so viel, aber okay. Wachkanon. Schneller Pionier. Oh mein Gott, da ist schon was durchmarschiert.
Ich müsste mal alles tunen, fällt mir auf, ne? Ja. Nein, ich habe was vergessen. Wie? Ich habe nichts, um die Blatt zu machen. Nein! Ach komm schon, ich sag's euch, verliere. Macht doch schon mal Bobby, ihr blöden Ananasse. Nein, oh Mann. Ey, das stresst mich gerade. Was kann ich denn gegen Planetes schnell machen? Kanonen, ja, merke ich auch gerade, scheiße. Ich habe so gut wie noch gar nichts getuned, ey. Ich krieg voll auf die Schnauze. Alter, ey. Wie? Was? Wie keine Getarnten? Hallo, die Jungs können Getarnte. Hä? Hä? Ist mal unscheiße. Die Jungs können doch Getarnte. Was ist das? Hä? Was? Die Jungs machen doch Getarnte. Hä? Das sind doch wo... Ah, nein. Ach Mensch, ich bin dumm. Das sind Wurfballaffen. Getarnte sind Ninja. Nö. Das wollte ich gar nicht hier. Ach fuck. Mann, das sind ja Ninja, die Getarnten können. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das ist der Affe. Mann! Ja, das ist ein Zeichen, dass ich heute ein bisschen verwirrt bin, aber ist alles okay. Die Jungs können Getarnte, verdammt. Yo, Alter, Masch. Ja, ist doch gut, kommen auch mehr dadurch. Und Scheiß, das kapiere ich bei diesem Spiel nicht. Wie kann es sein, dass da als irgendwas durchmarschiert? Ich kapiere es nicht. Ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt nichts zu tun habe. Ach, komm schon! Das gibt's doch nicht! Ey, ohne Scheiß! Du spielst... Ich habe mit Bloons Tower Defense 6 angefangen. Es ist leicht dagegen, weil da sind nicht so... Also da gibt's keine Moabs in dem Sinne so, sondern 10 Milliarden Ballons, die aus einem kommen. Mann! Guck mal, wenn ich so viele bei Bloons Tower stelle, bin ich unbesiegbar. Ich habe Flugzeug, ich habe alles... Ich kapier's nicht. Naja, wir haben gleich verloren und ich muss Geld investieren. Guck mal, wie viel da durchmarschieren. Was soll ich denn dagegen machen? Ah, Mann, ich habe jetzt mehr Geld. Sehr schön. Ich habe trotzdem keinen Plan, was ich hier machen soll. Ich einfach nur Scheiße gestellt habe. Der Witz ist, das bringt nichts, was ich hier mache. Die marschieren durch, als gäbe es keinen Morgen. Und das kapiere ich nicht. Ohne Scheiße. Ich stelle so viele Sachen bei Bloons Tower Defense 6. Und da kommt so gut wie gar nichts durch. Aber hier so, ja, also hier kommt eine Übermacht an Ballons, die jetzt auch schon wieder am Durchbrechen sind. Sehr schön. Warte mal, was war denn hier von gut? Warte mal, ist schon gleich wieder vorbei, das Game. Willst du mich verarschen? Ich habe hier von noch ein paar. Ich glaube, die Jungs waren gut. Dann machen wir mal zur hinteren Absicherung einen hier hin. Und kann ich noch einen? Ja, ich hoffe schon. Und einen hier hin.
machen den hier hin. Und los. Erst verwirrt mich so ein bisschen, weil 5406 ist so viel einfacher dagegen. So viel einfacher. Und das nervt dann, wenn du im Vorgängerspiel es so schwer hast. Ich weiß nicht. Aber wenn es jetzt nicht klappt und sie wieder durchbrechen, dann war es das. Weil ich dann auch nicht weiß, was ich tun soll. Und schon wieder getarnt. Ach komm schon, er macht doch getarnte. Ey, ich kapier's wirklich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nicht weitermachen. Aber ey, es kann doch nicht sein, dass deine Armee von Getarnten durchkommt. Ich habe nichts, um die Getarnten aufzuhalten. Nichts, nada, niente. Gar nichts. So, die Jungs werden natürlich auch Getarnte sehen, richtig? Ja. Wann kommt das? Ach, hier. Nee, das macht mich jetzt gerade ein bisschen wütend, weil ich das auch nicht wirklich kapiere, wenn ich ehrlich bin. Als ob das Spiel wirklich so eine Dynamik eingebaut hat, die ärgert den Spieler. Ja, das habe ich nicht anders gemacht. Ah, okay. Also jetzt muss es auf jeden Fall besser laufen. Jetzt haben wir genug gegen Getarnte. Eigentlich. Boah, Alter, so knapp und es kam noch nicht mal so viel durch. Alter, ich habe einen Arsch voll Türme hingestellt und kacke tierisch ab. Ah, warte mal, ich habe ja einen Teich. Ja, sehr schön. Oh. Ich habe den Teich komplett übersehen, aber ja. Okay, nach zweimal Geld investiert, kann es sein, dass wir Runde 65 schaffen. Und ja, es... Ach komm schon, ich schaff den Großen nicht. Ey, am Arsch. Ich schaff nicht mal einen verdammten Easy Moab. Ernsthaft? Also ich weiß, das ist so ein ganz besonderer Modus. Ne? Lieblingsaffen. Keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, warum man dann sagt, pass auf, der Modus wird extrem schwer gemacht, obwohl da gar nichts dabei ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe da so viel stehen. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Ich habe zweimal Geld investiert und ein drittes Mal nein. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace.